Wahre Freundschaft. Hübsche Menschen. Wieso siehst du nur so gut aus? Und die Entscheidung. Alter, so noch viel mehr gibt's im großen Finale von Die Bachelorette. Ja Leute, ich habe mir jetzt ein neues Mikrofon geholt, das man so anstecken kann und das vielleicht einen super tollen Ton gibt oder vielleicht einfach nur absolut Rotz ist. Wir werden es herausfinden, ist das nicht schön. Aber darum geht es hier erstmal nicht, sondern es geht um die Bachelorette. Gestern kam ja das Vorfinale und jetzt kommt einfach das Finale und das ist einfach mal super vorgezogen und verwirrend. Keiner versteht warum. Es sind auch noch drei Leute drin, nämlich Steffen, Jan und Lukas. Wer sich die ganze Folge angucken will, kann das natürlich auf RTL Plus machen. Allerdings warne ich euch vor, es gibt sehr, sehr viel. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was super langweilig ist. Deswegen könnt ihr natürlich auch hier abonnieren und euch das Ganze einfach in perfekt gekürzter Form reinziehen. Und das tun wir jetzt auch und wir starten mal rein. Ich bin natürlich gespannt, wie meine Familie auch auf die Männer reagiert. Ich habe meine Familie lang nicht gesehen. Und die Familie wird jetzt nach Bangkok eingeflogen, um die Männer kennenzulernen, um Sharon zu sehen und werden dann wahrscheinlich wieder zurückgeflogen. Ist das nicht eine unnötig lange Reise für vielleicht mal einen halben Tag kennenlernen? Ich glaube schon. Bangkok war für mich perfekt. Das ist die beste Stadt, um am Schluss meine Rose zu vergeben. Eine laute Rose, die hoffentlich einfach nur schreit, ja, du bist es. Und wenn der Auserwählte das dann hört, dann wird sich auch nur so, oh mein Gott, du hast eine sprechende Rose, wir werden reich. Aber mal kurz eine andere Frage. Warum haben wir Bachelor und Bachelorette eigentlich immer auf solchen Inseln und auf solchen kleinen, unbekannten Städten? Warum nicht mal in einer richtig geilen Stadt, wo man sich denkt, wow, da würde ich auch einfach gerne ein paar Bilder sehen, so San Francisco, New York, Tokio. Das wären doch mal geile Spots einfach, um Bachelor und Bachelorette Staffeln zu drehen. Egal, aber erstmal, die Familie kommt an. Und ich finde, es ist immer ein richtig schöner Moment, wenn beide sich freuen, Sharon zu sehen, aber eine Person lange umarmt und die andere da steht. Hier, dann warte ich jetzt wohl mal eine Runde. Macht auch Spaß. Wie es sich für gute Eltern gehört, muss man aber natürlich auch Sharon fragen, wie es ihr geht, wie sie so drauf ist und wie die Reise bisher war. Und da hat sie natürlich einiges zu erzählen. Die Reaktion war super. Ich fühle mich nach wie vor frei, schön. Du strahlst auch. Ist sehr entspannt. Und das ist doch auch richtig süß. Und wie sie jetzt zuhören und mitfiebern und sich für sie freuen und richtig aufmerksam sind. Toll. Richtig tolle Eltern. Ich war auch mit allen, habe alle schon geküsst. Okay. Kann man das mal. Ja, das ist ja schon mal gut. Man kauft ja nicht die Katze im Sack. Ja, richtig. Ja, genau. Ne? Man muss auch alle mal ablecken. Ne? Auch eine komplett normale Reaktion von Eltern, wenn die hören, meine Tochter hat einfach mit jedem rumgemacht, denken die sich so, yes, that's my girl. Die freuen sich. Das hat mich so gefreut. Naja, und dann ist schon der Auftritt der Männer. Ihr seid ja am Lachen. Das ist so cool. Das ist ja schon mal gut. Hi. Das ist so cool. Also wenn ich drei Männer parallel daten würde, würde ich es nicht super cool finden, die alle gleichzeitig meinen Eltern vorzustellen in einer großen Runde und man denkt sich nur so, das könnte unangenehm werden. Also ich würde es nicht cool finden. Wow. I'm fucked. Allerdings wird es sich ganz unangenehm, weil die Männer aufgesplittet werden zu den Elternteilen jeweils und es gibt dann Bruchstücke an Gesprächen. Ich habe öfter gesagt Hafen. Mhm. Weil egal wann wir beieinander sind, dann ich bin immer entspannt. Ne? Das habe ich dir gesagt, oder? Habe ich jetzt nicht gesagt? Das ist das einzig Nette, was ich, glaube ich, bis jetzt dir gesagt habe. Bitte lass mich das auch ausgesprochen haben. Zum Glück hat Steffen das auch schon mal gehört und konnte dann gut mitnicken. Naja, und die Mutter führt dann Jan und Lukas auf den Zahn. Aber klar, also ich muss sagen, ich hatte relativ viele Dates im Vergleich zu den anderen gehabt. Okay. Wofür ich sehr dankbar bin. Und dadurch konnte ich sie natürlich ein bisschen kennenlernen. Und man hat einfach sehr gemerkt, dass man auch sehr viele Ähnlichkeiten hat. Und auch dann wieder gut zusammenpasst. Und ich finde da schön, dass er auch sagt, ey, ich hatte viele Dates und ich bin auch dankbar. Und ich weiß, dass ich im Gegensatz zu anderen Leuten viele Dates hatte. Nicht so wie ein Emanuel, oh, ich hatte viele Dates, aber ich tue jetzt mal so, als ob ich gar keine bisher hatte. Ist besser, Lukas. Ist sie dein Typ Frau? Ist mir völlig egal. Also klar, der erste Eindruck zählt, aber ich gucke eher auf die Ausstrahlung. Ist egal, dunkelhäutig, schwarze Haare, rote Haare. Gar keine Haare. Ist mir alles egal, ich bin da richtig open-minded und alles super. Allerdings, ich glaube ihm, dass er voll diese offene Haltung hat, finde ich es trotzdem ein bisschen problematisch, dass er es anspricht. Ey, es ist auch kein Problem, dass sie schwarz ist, wirklich ist es super. Weil das irgendwie impliziert, dass man das noch extra erwähnen muss, sprich, dass es eigentlich ein großes Problem sein könnte. Finde ich nicht schön. Aber die Frage ist ja auch, haben die Männer irgendwelche Macken? Sehr deutsch, muss ich sagen, was so Pünktlichkeit und so angeht. Ist eigentlich eine gute Sache, aber viele sagen, Mensch, jetzt entspanne ich mal ein bisschen. Also sie brauchen nicht lange für ihre Haare. Sie ist schnell fertig. Ja, sie ist schnell fertig? Ja, natürlich, weil sie eine Glatze hat. Mutti hat einen Klopper rausgehauen. Lach doch jetzt, Jan, das war ein Brüller. Sharon denkt sich auch nur so, Mutti, die wissen, dass ich keine Haare auf dem Kopf habe. Jan hat es vielleicht gerade vercheckt, aber sie wissen es eigentlich. Sie ist schon Insider?
Habt ihr? Viele. Jeder? Mit ihr? Cool. Wunderbar. Ich liebe nämlich Insider und ich liebe es gerade, dass die Mutter überhaupt weiß, was Insider sind. Also wenn ich meine Mutter fragen würde, was sind Insider, dann würde die ja nur wieder sitzen. Keine Ahnung. Ich habe letztens mit meinen Stiefschwestern über Trash-TV geredet und da haben wir die ganze Zeit über den Beef zwischen Kandidaten geredet. Meine Mutter so, das einzige Beef, das ich kenne, ist Fleisch. Wow. Mega Leistung, richtig geil. Naja, aber haben die Maya jetzt schließlich überzeugt? Bei Lukas spüre ich noch mehr so eine Seelenverwandtschaft. Und das bedeutet, Lukas könnte richtig, richtig perfekt für dich sein. Okay, Eltern approved, die freuen sich. Traurigerweise hat aber die Mutter jetzt auch nicht Steffen kennengelernt oder der Vater halt die anderen beiden, weswegen ich mir denke, was war das denn jetzt für ein Auftritt? Und das wird auch noch kritisiert. Ich hätte tatsächlich mich noch ganz gerne echt mit deiner Mom unterhalten. Ja, sie ja auch. Ja, aber die Zeit ist rar. Aber es war, ich habe auch so ein sehr, sehr gutes Gespräch führen können. Was denn eigentlich für die Zeit ist rar, als ob die sich nicht die Zeit nehmen könnten, wenn eh alle drei Kandidaten da sind, einen längeren Nachmittag zu machen, dass wenigstens mal die Eltern auch tauschen können, oder dass es ein bisschen länger dauert, weil das war jetzt so, nee, das war ein bisschen zu wenig. Aber warum die Zeit rar ist, habt ihr ja schon wahrscheinlich gesehen, weil da kommen die nächsten Leute an. Und wie Lukas sich erschreckt und so guckt, ist hier gerade irgendwo ein Feuer ausgebrochen, was geht hier, warum schreibt sie denn jetzt hier rum, warum hämmert sie den Tisch, hat sie eine Holzallergie, ja, das sind nur die Freundinnen, bleibt ruhig. Ja. Aber nee, ansonsten... Klar, den Eltern kann uns nichts mehr schocken, ne? Das denkt ihr. Ja, ich glaube, jetzt kommt noch. Oh mein Gott, ja, genau. Ihr seid bestimmt schlimmer als die nachbohrende Mutter. Ich glaube auch. Nein, mit denen haben sie dann auch nur einen kurzen, ruhigen, chilligen Gruppennachmittag verbracht. Und es war irgendwie nichts Ergiebiges, was da rauskam. Aber die haben dann auch noch mal eine tolle, hilfreiche Unterstützung gebracht. Die drei Männer, die drei letzten, die sind, würde ich sagen, on point. Weil alle drei, glaube ich, sehr gut zu ihr passen würden, was den Charakter betrifft. Und da stelle ich mir ja mal wieder super hilfreich vor. Du hast da drei Männer, die unterschiedlich sein können und alles wundervoll. Und dann kommen deine besten Freunde und sagen, hey, die sind alle toll. Gern geschehen, ciao, ich bin dann weg, ne? Geil, das ist cool, danke! Was eine Unterstützung. Und trotz dieser Unterstützung muss dann Sharon am Abend eine Entscheidung fällen, wer rausfliegt. Es sind jetzt drei da, zwei dürfen weiter. Weil es kann nur ein Finale mit zwei Leuten geben. Und wir werden Steffen verlieren. Ich meine, es war jetzt erwartbar, aber mein Gott, wie traurig. Er guckt ja heute gleich richtig los. Kann ja mal bitte jemand drücken? Und kann sich mal bitte jemand mit mir aufregen, dass es da richtig spät abends ist und dass die natürlich lange Zeit gehabt hätten, noch Gespräche zu führen mit der Familie? Egal. Wenn du mir noch ein paar Minuten schenken würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Klar. Okay. Gerne. Und immer noch Gentleman und immer noch locker flockig. Steffen, du bist einfach ein Guter. Ja, und Jan und Lukas können sich richtig freuen. Und das finde ich sogar richtig cute, oder? Normalerweise kennt man das nur aus Princess und Prince Charming, wo sich die Kandidaten untereinander alle richtig gut verstehen und richtig freuen. Und bei Bachelorette und Bachelor sind alle so, ich will ihn, ich will sie, wir rasten hier aus und wir hassen uns alle. Aber das, ich glaube, außer von ein paar Ausnahmen, waren das eine richtig schöne Bromance da in den Villa. Also die haben sich jetzt groß und groß zusammengeschmeißt, wenn man die Dummen wegstreicht. Oh, schön. Naja, aber mal kurz zurück zu Sharon und Steffen. Tolle Momente mit dir. Es war auch für mich tatsächlich das Abenteuer meines Lebens. Ich habe dich als wunderbare Person kennengelernt. Das warum bist du denn so? Das ist Steffen, warum bist du denn jetzt so süß und verständnisvoll? Kannst du nicht bitte jetzt scheiße sein, weil ich dich rausgeschmissen habe, damit ich mir denken kann, gut, dass ich dich rausgeschmissen habe? Jetzt fühlt sich Sharon wahrscheinlich noch schlecht. Toll gemacht, Steffen. Danke, dass du so nett bist. Na, wir müssen jetzt nochmal mit klarkommen. Es gibt nämlich neue Dates. Die Familiendates waren jetzt, die Dreamdates waren letzte Folge. Was sind denn das für Dates jetzt? Es ist das letzte Date mit Jan. Bevor das große Finale irgendwie ansteht. Ah, es sind die Final-Dates. Oh, da hätte man aber mal drauf kommen können. Ja, und Jan darf jetzt auftauchen. Schön. Na. Endlich. Saß jetzt nur für mich eine Sekunde so, als ob Jan ihre Wange streichen wollte, sodass sie sie festhält und dann küssen konnte und dann in letzter Sekunde eine Umarmung übergeglitten ist? Ich dachte jetzt schon, dass das so aussah. Naja, vielleicht irre ich mich auch. Da die beiden das erste Mal jetzt allerdings wieder alleine aufeinandertreffen, seit dieses Familiendate war, will ja natürlich auch wissen, wie hat er sich geschlagen. Naja, das Feedback fiel ja eigentlich gut aus. Hier war aber super entspannt. Aber Feedback auch okay. Ach komm. Was soll ich dir sagen? Am besten, dass alle gut gepunktet haben und du verschweigst einfach, dass Lukas ein bisschen besser abgeschnitten hat. Ich meine, das ist ja auch die Wahrheit und alles gut und dann fühlt er sich auch gut. Macht sie auch so oder so ähnlich und dann gibt's auch wieder das große Rumgeknutsche. Ich fühle mich zu ihm hingezogen, man küsst sich ganz selbstverständlich.
Ich genieße jede Sekunde mit ihm. Ah, das ist richtig süß. Also ich mag es natürlich, wenn die sich küssen und dann so das Kribbeln entsteht, wenn man sich das erste Mal küsst oder mal wieder küsst und noch in der Dating-Phase ist. Aber es ist auch noch so viel schöner, wenn man sich einfach küsst und das was Natürliches ist, oder? Da sind die nochmal einen Schritt weiter, glaube ich. Naja, und dann werden die Erinnerungen ausgepackt. Ach ja, er war ja der Florist. Erinnert ihr euch noch an der ersten Folge, wie er mit der Blume ankommt und sagt, ey, da steckt eine richtig tiefe Bedeutung hinter, sag ich dir später. Und dann war es einfach nur sein Job. Wow. Du hast auf jeden Fall gesagt, ich habe die Blume mitgebracht und warum erzähle ich dir aber gerne in einem Einzelgespräch. Genau, das habe ich mir ganz frech vorher überlegt. Und das war das Beste, was dabei rausgekommen ist. Also stell dir mal vor, du machst den richtig großen Masterplan und dann ist das Ergebnis. Ich hatte wenigstens gehofft, dass das eine spontane Entscheidung war. Das hätte es einiges erklärt. Wenn du möchtest, kannst du mit mir die Nacht verbringen. Ah, dann sind das die Sex-Dates. Jetzt ergibt es natürlich Sinn. Die Kamera wurde natürlich ausgemacht. Wir haben nicht ganz gesehen, was bei den beiden dann abging. Aber am nächsten Morgen können wir Mäuschen spielen. Wir haben keine Sekunde geschlafen. Also dafür, dass ihr da wahrscheinlich nur eine Nacht drin verbringen, ist das Hotelzimmer doch ganz schön riesig, oder? Und ich hoffe mal für Lukas, dass der nicht am gleichen Tag ist, was Dave mit Sharon hat, wenn sie die ganze Nacht durchgemacht hat, weil dann nickt sie doch locker ein. Ja, aber waren sie denn brav? Die Hände waren über der Bettdecke, also alles brav gewesen. Manchmal reichen auch einfach nur Küsse. Ah, na komm, wenn die beiden es sagen, dann wird es jetzt auch stimmen. Wir glauben denen mal, dass da nicht das Höschen weggeflattert ist. Von beiden jeweils. Und dann darf sich Jan verabschieden und Sharon ist dann wieder durch den Wind. Und vor allem möchte ich mich ja auch noch auf das Date mit Lukas freuen und konzentrieren, weil Lukas nicht ohne Grund einer der letzten zwei Männer hier ist. Aber das klang jetzt in meinen Ohren schon wieder so, als ob sie sich wirklich darauf konzentrieren muss. Also, dass das nicht natürlich kommt, dass sie voll sich darauf freut, sondern so, ich habe sie mit Jan, meinem Sieger der Herzen, Zeit verbracht und jetzt muss ich mich für Lukas nochmal zusammenreißen. Oder? Wirkt das für euch auch ein bisschen so? Vielleicht ist auch wieder nur mein Gefühl, ne? Mal gucken, vielleicht freut sich, Lukas zu sehen. Wie schön kann ein Mann aussehen? Wieso siehst du so gut aus? Das erinnert mich gerade irgendwie an die Steffen-Aussage. Steffen, warum bist du denn so witzig? Warum siehst du denn so gut aus? Also sie redet manchmal gerne so, ne? Ich weiß, was du meinst. Ich habe nichts von Bangkok bei der Tuk-Tuk-Fahrt gesehen. Also wenn ihr mich fragt, wo wir waren, ihr hättet nur einen Kreis fahren können. Ich hätte es nicht gecheckt. Und das war grob erstmal die Hauptsache des Dates. Sie sind dann im Tuk-Tuk rumgefahren und haben ein bisschen gequatscht und gequatscht und gequatscht. Es waren okay Gespräche, aber es war so, aha, sind die mal fertig? Also das wissen wir doch ja langsam alles. Ganz ausblenden kann man das nicht. So wissen, dass das irgendwie der Abschluss von allem hier ist. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich mir noch mal extra mehr den Ruck gebe und sage, hey, sprich das, was du sprechen möchtest, frag, was du fragen möchtest. Und er klingt doch jetzt auch so, als ob das alles wirklich bald vorbei ist und die sich nie wieder sehen. Oder kommen wir erst nur so vor? Ich finde, das klingt alles ein bisschen melodramatisch. Allerdings gibt es bei den beiden auch eine Erinnerung, aber keine Dia-Show. Das ist eine coole Überraschung. Sondern es gibt so richtig schöne Poster und Bilder. Das habe ich doch letzte Folge gesagt, dass das so aussieht, als ob man das einfach nur als Puzzle oder als Bild machen könnte und sich das einrahmen könnte. Die haben auf mich gehört. Also, die haben in der Vergangenheit in die Zukunft gesehen und haben gewusst, dass ich das sagen werde und haben das dann entsprechend gemacht. Sie haben auf mich gehört. Ja, garantiert. Das dann noch mal festgehalten zu sehen. Ja. Das verbindet einen. Hä? Es kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt nur Trauertränen sind mit, oh, das war so schön, sondern es ist doch wirklich, oh mein Gott, wir machen da einen Cut. Die heult doch jetzt schon, weil sie in den Wind schießt, oder? Ich spüre das. Ich würde mich übrigens kaputt lachen, wenn sie am Ende doch mit Lukas rausgeht. Ich so, die schießt in den Wind, die will nicht. Und ich die ganze Zeit richtig ausraste und das für nichts war. Wenn du möchtest, kannst du Nacht mit mir verbringen. Ja? Verarsch mich. Mach keine, du, nein, möchtest du die Nacht mit mir verbringen? Ja. Ja. Ja, wir werden diesen Sex haben jetzt. Ja. Es war alles genau so richtig. Ich würde es genauso wieder machen wollen, wie diese Nacht gelaufen ist. Und fürs Protokoll, sie haben es nicht verneint. Merkt euch mal das hier, ne? Versuch einfach für dich auf dein Herz zu hören, was für dich richtig ist. Okay? Ich werde definitiv gedanklich heute den ganzen Tag mit beide sein. Okay, und da klingt er auch schon wieder so ein bisschen verständnisvoll, aber auch so, oh mein Gott, das wird hier alles bald enden, oder? Es schließt auch ein bisschen damit ab.
Oh, ich bin gespannt. Ich habe mich auch in Lukas verliebt. Und das ist echt ein Problem. Okay, vielleicht habe ich mich auch die ganze Zeit geirrt und sie will einfach wirklich die ganze Zeit bei und es wirkt jetzt nur so ein bisschen. Und es wirkt nur ein bisschen so und Lukas hat richtig gute Chancen noch. Ja, aber was macht ihr dann jetzt? Ich weiß, warum ich hier bin, aber ich kann es nicht tragen. Ich kann die Entscheidung nicht treffen und bin schon so, dass ich sage, dann treffe ich lieber keine. Und werfe beide raus und wir werden alle drei unglücklich, anstatt dass ich mit einem glücklich rausgehe und der andere nur traurig ist. Besser zu dritt trauern. Gute Entscheidung, Sharon. So sollte man das machen. Naja, aber vor der Entscheidung weglaufen kann sie nicht. Sie nimmt jetzt trotzdem ein und dann gehen die Männer mal los, ne? The answer is blowing in the wind. Und was ist denn das für eine richtig schöne Kulisse? Also das Deko-Team nochmal ein richtiges Budget bekommen, oder? Also manche Sachen davon würde ich sogar mir in die Wohnung reinhauen. Richtig schön. Aber wo sind die da eigentlich genau? Guten Abend. Auf dem Dach eines Wolkenkratzers? Mein Gott, stell dir mal vor, du bist nicht schwindelfrei und bist die ganze Zeit am Zittern und kippst gleich um. Und das noch auf der Brücke, weil da so ein Pool ist und du fällst in den Pool? Also das wäre mir ein bisschen zu gefährlich. Also das sollten sie mir mal auf dem Boden machen. Jan erzählt aber erstmal dann, wie toll alles mit ihm war, wie toll er ist, wie toll alles die Welt ist, Bachelorette-Staffel mit ihm war. Es gibt nur einen kleinen Haken. Aber du bist nicht der Typ, den ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und das weiß ich seit Folge 1, ist mir jetzt aber erst im Finale klar gewesen, dass ich das eigentlich irgendwann mal mitteilen sollte. Ja, und dann denkt man sich so, oh was, der kriegt die Rose nicht. Aber es ist erstmal ein Cut und es geht zu Lukas. Das wird nicht aufgelöst, jetzt wird mit Lukas gequatscht. Als dann der erste Kuss bei uns fiel, ein realer Kuss, kein Filmkuss, hat sich bei mir emotional einiges verändert. Jedes Mal, wenn ich dich gesehen habe, war ich nervös. Mir haben die Knie ein bisschen gezittert und ich hatte ein Kribbeln im Bauch, weil du bist schon ein toller Mann. Ja, und jetzt? Ich fühle sehr stark für dich. Aber mein Herz sagt mir, dass ich für einen anderen Mann noch ein bisschen mehr fühle. Wer könnte das denn jetzt dann sein? Ja, tatsächlich hat dann anscheinend Jan gewonnen und Lukas fliegt raus. Es ist natürlich eine harte Entscheidung gewesen. Man hat es dann doch richtig gespürt. Aber Lukas fängt die Situation nochmal auf. Alles gut. Nee, alles gut, okay? Wirklich. Ich bin richtig dankbar für die Zeit hier und ich bin froh, dass ich so eine Frau wie dich hier kennenlernen durfte. Und die nehmen das alle so gut auf und fangen Sharon nochmal mit auf, die auch ein bisschen dran zerbricht und... Oh, das ist einfach eine schöne Staffel gewesen. Naja, aber dann lösen wir jetzt mal die Situation mit Jan auch auf. Trotzdem... Löst du in mir nicht nur Schmetterlinge aus, sondern in meinem Bauch fliegen auch Flugzeuge herum. Flugzeuge, weil sie ein Flugzeugdate hatten. Oh mein Gott, was für eine tolle Anspielung. Ja, aber erzähl mal weiter. Jan kann es noch nicht ganz glauben. Jan? Ich habe mich in dich verliebt. Und der guckt so ein bisschen emotionslos gelangweilt, oder so. Ja, komm, erzähl mal weiter. Kommt da jetzt noch irgendwas Spannendes? Also ganz abgeholt hat ihn das nicht, bis er dann die Rose anscheinend bekommen hat. Es war also anscheinend nur die Anspannung, jetzt ist es richtig erleichtert und sie sind richtig happy miteinander. Feuerwerk gab es nicht, weil in Bangkok ist das anscheinend nicht so möglich. Vielleicht machen sie deswegen keine Stadt-Bachelorette-Staffeln. Mal gucken. Allerdings endet damit das Finale. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nächste Woche noch ein Wiedersehen. Wenn ja, machen wir das. Wenn nicht, machen wir es nicht, weil... Das ist ja dann logisch. Und ich hoffe, euch hat die Staffel sonst gefallen. Ich hoffe, der Ton war okay. Ich hoffe, alles war okay. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten schreibt eure Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.